Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Kokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ursprünglich habe ich ja überlegt, wie ich das Videoformat nenne. Ich hatte ja mal angefangen, ach, ich weiß auch nicht, ich bin so ein spontaner Typ, manchmal hast du Bock drauf, manchmal nicht. Und ja, ich würde sagen, dadurch, dass das Ganze ja hier eh immer sich um Rock und Metal dreht, werden wir das Ganze einfach Metal Talk nennen. So richtig langweilig, aber es ist der Metal Talk. Warum Metal Talk? Es geht darum, letztens erreichte mich eine Nachricht, ob ich neben Reviews und Reaction Videos halt noch andere Videosachen mache. Nicht so, na, was würde dir denn einfallen? Na, zum Beispiel einfach mal über gewisse Themen reden. Alter, ich so, naja, dann nimm mir doch mal ein schönes Beispiel. Und da hat er gesagt, ich werde dann einfach mal so Fragen beantworten, zum Beispiel, ob Metalheads eine große Familie sind. Da dachte ich mir, ist ja nicht so schlecht der Gedanke, ne? Könnte man ja auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Und da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das Ganze doch einfach mal. Hätte ich mega Bock drauf. Und deswegen geht es heute darum, ob Metalheads eine große Familie sind. Und für mich gibt es dann ganz klares Nö. Also Metalheads sind für mich keine große Familie, beziehungsweise sind wir nicht alle eine große Familie. Das ist natürlich alles immer eine Definitionsfrage. Aber gut, das muss jeder für sich wissen, ganz klar. Wieso, weshalb, warum das so ist, das erzähle ich euch gleich. Die Ampel rum? Genau, links und dann gehen sie gleich wieder links. Habe ich doch recht. Ja. Also hier kann ich nicht durch. Nee, hier können sie nicht durch, genau. Gut, dann habe ich dir recht. Ja. Das erste Mal hier, aber ich gehe schon ein bisschen Zeit in Berlin. Genau, dann sind sie bei S-Bahnhof Penderweit. Sind jetzt lange genug gelaufen, jetzt reicht es aber langsam. Schönen Dank noch. Ebenfalls. So, jetzt haben wir noch einen etwas verwirrten Mann, den Weg zum Bahnhof gezeigt. Samariter. Genau, also warum sind Metalheads für mich keine große Familie? Das ist einfach eine Definitionsfrage. Und zwar hat es für mich damit zu tun, ich hoffe, ihr versteht alles. Ich habe mir extra Rode Wireless Go 2 geholt, damit man mich besser versteht bei solchen Videos. Es geht einfach nur darum, eine Familie ist für mich jemand, auf den ich mich blind quasi verlassen kann. Ne? Von vorn bis hinten kann ich mich auf diese Menschen verlassen. Ja, nein, vielleicht doch. Und damals, also ich bin ja nur Mitte 30, wie die meisten wissen, als ich damals mit Metal angefangen habe, da war ich 16, 17 Jahre, da hat man natürlich Unmengen an Menschen kennengelernt, also wirklich Hunderte. Die hat man damals auch viele als Freunde bezeichnet. Ja, heute sind es dann nur noch eine Handvoll, wo ich wirklich weiß, das sind halt Freunde. Ja. Aber auf die kann ich mich auch verlassen. Ne? Das ist halt so ein Ding, wenn du mal in Not bist, ja, oder liegst im Krankenhaus oder du hast einen Umzug vor dir, gibt es immer dieselben Leute, die dir immer helfen. Immer, grundsätzlich. Alle anderen finden dann immer irgendwie eine Ausrede. Da habe ich dann auch schon mal jemanden ertappt, der gesagt hat, der ist in einer anderen Stadt und dann lief er an mir vorbei. Ja, blöde Lofen. Weißt du, dann sei doch einfach ehrlich, dass du keinen Bock drauf hast. Das ist doch völlig in Ordnung. Alles immer so der Gründe, wo ich sage, also mit vielen Leuten kann man richtig geil abfeiern. Na, kannst du Spaß haben, die triffst du auf Konzerte, in der Kneipe, whatever. Und da kannst du mit denen auch richtig schön viel Spaß haben. Das sind dann aber gute Bekannte, vielleicht auch Freunde, aber Familie, also für mich auf keinen Fall. Gut, das mag natürlich jeder anders sehen. Ich hoffe, man sieht alle. Ja, Wetter ist echt ein bisschen beschissen gerade in Berlin. Sehr grau, wenig Sonne, aber ich denke mal, das passt schon soweit. Genau, aber wie gesagt, das ist halt so eine Sache, das muss wirklich jeder für sich wissen. Ich kenne viele Leute, die wirklich sagen so, ja, Metal ist so meine Familie, wo ich auch sage, ja, ist doch völlig in Ordnung, aber auf die meisten Menschen ist halt eher so Verlass, ja, schwierig. Also ich bin da wirklich, dass ich sage, ich grenze da wirklich aus, gut, es mag halt auch an dem Alter mittlerweile liegen, ja. Mittlerweile ist man auch in einem Alter, wo man sagt so, ja, da achtet man schon ein bisschen mehr auf die Leute, die man in sein Leben lässt, was auch völlig in Ordnung und völlig verständlich ist. Aber ja, wie ist es denn bei euch? Natürlich will ich auch eure Meinung wissen. Natürlich möchte ich auch ganz genau eure Meinung wissen,
wie ihr dazu steht, ob Metalheads für euch oder Metal als Familie ist, also nee, ob Metalheads eine große Familie für euch sind. Das würde mich natürlich genauso interessieren. Und vor allem will ich natürlich auch weitere Themen von euch wissen, wenn ihr Fragen habt, was ich, warum ist Power Metal deine Lieblingsmusikrichtung, warum nicht Black Metal? Also, dann haut's gerne in die Kommentare, ganz klar. Muss mir aber angewöhnen, aber ist ja nicht so einfach, das Ding auf Dauer zu halten. Einfach in die Kommentare auch. Haut Fragen rein, dann machen wir weiteren Metal Talk. Wenn euch das ganze Format generell gefällt, würde mich das freuen. Ihr könnt es gerne liken. Schaut immer bis zum Ende, das hilft natürlich dem Ganzen auch ein bisschen weiter. Ja, weiß ich nicht. Also damals, wie gesagt, hatte ich wirklich auch viele, viele Leute gehabt. Viele kannte ich. Ist ja nicht so, dass ich durch Metal lernt man unglaublich viele Leute kennen. Klar, gerade auf Festivals, gerade auf Konzerten, da werden auch noch ein paar Videos zu gucken. Also nicht Festivals, da will ich ja nicht. Aber Konzerte. Oh, hier auch nochmal ein Dank an alle Leute, die dieses Böse Onkels Konzert-Vlog angeschaut haben. Über 10.000, über 12.000 Aufrufe, glaube ich. Und ihr wart alle so super entspannt, super zivilisiert. Ganz großes Kino von euch. Vielen Dank dafür, dass ihr da wirklich so entspannt seid. Ihr habt damit etwas Schlimmeren gerechnet. Aber Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Familie ist halt. Ich will gerne auch Mutter, Vater muss ja keine Familie sein. Ne? Also, ich kenne auch Leute, die haben zu ihrer Mutter ja keinen Kontakt und sowas. Also deswegen ist das halt auch. Ich habe ja zu meinem Vater zum Beispiel auch, mein Vater ist tot, oder Erzeuger ist ja nicht mein Vater. Ich kannte ihn halt nicht. Aber es gibt auch ein, zwei Leute in meinem Leben, die natürlich auch zur Familie geworden sind. Ne? Zum Beispiel der Basti, den habe ich ja ewig keinen Kontakt mehr gehabt, aber der ist jetzt wieder im Leben drin und ich will den Typ auch nicht vermissen. Ne? Wir sehen uns auch so gut wie gar nicht, wir haben regelmäßig Kontakt, aber das halt, ich weiß halt, wenn es drauf ankommt, kann ich mich auf ihn verlassen und das ist halt das Wichtigste. Meine Fresse, ist das ein hässliches Wetter in Berlin. Ja, also eure Meinung würde mich genauso interessieren. Haut mal in die Kommentare, vor allem weitere Themen. Das ist mir echt wichtig. Mir macht die Dance natürlich hier mega viel Spaß. Obwohl ich immer noch sagen muss, mir ist das manchmal irgendwie ein bisschen unangenehm zu reden. So. Also es ist unangenehm, es ist halt komisch zu reden, wenn Leute noch vorbeilaufen. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, aber ich mache das gerne. Also ich laufe gerne draußen rum, ich habe euch gerne dabei. Quatsch mit euch, ja, ne? Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ich habe den Namen jetzt echt nicht im Kopf gerade, wenn mir die Frage gestellt hat. Also, sind Metal eine große Familie? Für mich ein ganz klares Nein. Einfach darauf, weil ich mich nicht auf jeden Menschen verlassen kann. Ich habe gern Spaß mit vielen Menschen. Ja, sei es Konzerte, Spaß haben, abfeiern, ein Trinken und sowas. Aber deswegen gleich eine Familie. Nee, sorry, also Familie ist wirklich Leute, auf die mich wirklich komplett blind verlassen kann. Und da gibt es halt nur sehr wenige Menschen. Ich hoffe, eure Frage ist beantwortet. Haut es in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.